Vorträge, die uns wichtig waren, das war zum einen, dass sie überhaupt mitgemacht haben, weil die Themen von der Gesellschaft oder von dem Amt heraus, die WEV als Gesellschaft ist eine kommunale Gesellschaft, sodass der Nachhaltigkeitsgedanke auch ein wesentlicher war für die Prämierung der Wettbewerbsbeiträge. Wir hatten auch externen Ja, wir haben uns immer schon viel Gedanken gemacht, was kann aus dem Berg werden und auch viele eigene Ideen gehabt, aber so die Kreativität von anderen ist dann auch nicht zu schlagen und wir sind dann doch im eigenen Sumpf gedanklich so ein bisschen und das hat auch der Wettbewerb ergeben mit diesen 58 Beiträgen, dass da Ideen bei sind, auf die werden wir nie gekommen und einfach den Blick weitern auf die, erweitern auf die Möglichkeiten, die es gibt. Also unser Projekttitel heißt Weide erhält Vielfalt. Das ist der Kern unseres Projektes. Wir wollen die 30 Hektar der Deponie Gröbern weitestgehend in Weiden umwandeln mit Weidetieren und diese erlebbar machen für die Bevölkerung, die den Berg besuchen möchte. Es soll Labyrinthe geben aus Trockensteinmauern, die eben auch ausgezeichnete Habitatstrukturen haben. Und da ist halt eben immer dieser Lückenschluss zwischen Naturvielfalt und Erlebbarkeit für die Bevölkerung angedacht. Einschließlich eines Panoramacafés. Gliedert sich in vier Themenbereiche, die alle miteinander verzahnt sind. Zum einen ist das natürlich der Naturschutz, das heißt, Wildbienen haben wir als Schirmart genommen, die nisten alle im Boden, also ein Großteil der Wildbienen und daraus ergeben sich Synergieeffekte mit den mit einer Mountainbike-Strecke, die sozusagen den Boden offen lässt. Wir haben unseren Beitrag Landschaft, ganz einfach Landschaft genannt. Das ging für uns eben um zwei Aspekte, dass wir das Land oder dieses Land, diese Landschaft, dass wir als Landschaftsarchitekt versuchen, die Form dieser Berge zu geben, mit Vorgedanken, mit Zeichnungen, Genauzeichnungen von der Topografie zum Beispiel, wie man hochgeht, wie breit, wie hoch, wie sind die Gefährte etc. Und das zweite ist Schaft, also dass dieser Berg auch von den Bewohnern, von den Leuten, die hier in der Umgebung leben, mitgeschafft wird. Das ist ein Erlebnisgelände mit einer Regenerationsmöglichkeit, so wie der Berg selbst auch eine Regeneration ist. Und tatsächlich bieten wir eine Konzertveranstaltung in Hängematten, zudem ein Klangspielplatz für Kinder und zusätzlich noch ein Kunstmerkmal eines großen Regenbogens, das weit hinaus über die Mülldeponie Gröbern zu sehen ist.